Warum hakst du so komisch? Achso, weil das immer so viele Gegenstände auf einmal sind, die da rauskommen. Ja, ihr macht das schon. Hauptsache, das Kobalt ist weg. Hm, das hier sieht komisch aus. Oh, weil ihr keine gelbe Kisten habt. Gelbe Kiste. Ah, sehr gut. Okay. Du bist leer. Du bist leer. Alter, Alter, ging das schnell. Du hast ganz viel komisches Gedöns. Ist aber sonst auch leer. Ja, dann machen wir mal ein Drill hier hin. Ups. So. Das weg. Dann. Dum, 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 dum. Ein Drill. Ja, ein Feld weiter runter. Ein Drill, den großen Drill. Was? Oh, die sind falsch rum. Nimm, 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 nimm. Den Drill dahin. Dann noch dich dahin. Dich dahin. Dann sollte das eigentlich weg sein, sobald die alle fertig sind. Wobei hier hinten noch das kleine Fitzelchen, ne? Oh, einen stinknormalen Drill für das kleine Fitzelchen hier hinten. Jetzt bin ich mal drin. So. Aber definitiv. Oh. Warum habt ihr das denn nicht gebaut? Sehr komisch. Ja, definitiv schon mal die nächste Basis vorbereiten. Hab ich denn jetzt genug Muni? Gleich schon. Sehr gut. Also huschen wir mal kurz hier raus und hoffen, dass wir nicht überfahren werden. Und das Eisenfeld wollte ich als nächstes nehmen, ne? Ja. Das heißt, wir ziehen einfach von hier oben wieder diese großen Überlandleitungen. Also diese Langstreckenkabeldinger da. Die können wir raus. Und ja. Die Überlanddinger. Ich hau jetzt schon mal die Mauer weg, damit ich später nicht wieder meckere, dass die Mauer mich irritiert. Das heißt, das hier. Und ein paar Giftkapseln. Kohle. Hatte ich die Giftkapseln nicht automatisiert? Nee, ich hatte diese Verlangsamungskapseln automatisiert. Das ist ein Unterschied. Ja. Könnte ich eventuell dann noch machen. Also einmal die Giftkapseln automatisieren, damit ich einfach immer welche vorrätig habe. Kann ich auch schon mal hier reinpacken. Besuch? Besuch. Hallo? Komische Kauz. Ja, eure Jungs werden bestimmt noch öfters hier vorbeikommen. Wenn wir hier die Basis aufbauen. Das Kupferfeld. Ist das da Eisen? Nein, das ist das falsche Feld. Ach so, schade, das war eine unaufgedeckte Karte. Ich dachte, das war so ein richtiger Block, so ein ganzer Kartenabschnitt voll mit Eisen. So wie da. Und da. Ich sollte meine Monsterfarm vielleicht doch woanders bauen. Irgendwo, wo nicht so viel verlockendes Eisen ist. Ja. Ja, es zwingt mich keiner, das da zu bauen. Okay, ich, hab die Forschung fertig. Dann nimm gleich das nächste. Wobei, die Sachen wollten wir ja auch mal ein bisschen hochforschen. Die sollten echt cool sein. Und kosten fast nichts. Ja, machen wir. Also, ich laufe jetzt zu der Basis, die ich die ganze Zeit extra in Ruhe gelassen habe. Werd die vernichten. Mit meiner tollen neuen Munition, die gerade hergestellt wird. Um da dann die nächsten Erzaußenposten zu machen. Das heißt, eigentlich müsste ich die Mauer hier gar nicht vernichten, aber ne, kleines bisschen Arbeit zwischendurch tut ganz gut. So, hier ist kein Durchgang, dann machen wir kurz ein. Nom nom, nom nom, nom nom, so. Du bist immer noch am Arbeiten, WTF. Okay. Dim dim. Dim.
Nur schon ein bisschen vorbereiten für später. Hier kommen wahrscheinlich Solarparks hin. Da wäre schon mal ganz praktisch vor, ein bisschen Stromversorgung zu haben. Duck. So geht nicht wegen Wasser. Ja, Wasser werde ich wahrscheinlich hier auch ein Stückchen wegmachen, damit wir da so ein richtig schönes Viereck haben. Hier haben wir auch noch kein Tor. Das sollte ich aber wirklich ändern. Weil hier muss ein Tor hin. Habe ich noch Tore? 10 Stück, ja. Dann mach doch bitte ein bisschen weiter unten das Tor hin. Mitte ist ungefähr hier, denke ich. So. Hier müssten dann vermehrt mehr Türme hin. Ist immer noch nicht einheitlich, kann das sein? Hier waren, glaube ich, wieder nur 4 oder so. Egal. Wo ich das hier gerade sehe, mach das mal weg. Water begonnen. Water begonnen geht schneller. Wo bist du? Da bist du. Abbrechen. Water begonnen. Klick. Und wow, sind hier viele Leichen. Aber wir haben absolut keine Abdeckung, ja? Nö. Egal. Ja, nächsten gleich hinterher. Krass. Okay. Oh. Ist ja gut. Ich habe erst einen Spawner gekillt. Das muss mein Schild aber regenerieren lassen. So. Okay. Wo sind meine Slowdown-Kapseln? Vergesse ich irgendwie immer. Kaputt? Kaputt. Okay. Flieh, flieh. Na, gucken wir nochmal. Das ist zu geil. Ah, jetzt kommen die Könige. Das könnte interessant werden. Aber die werden nicht durch die ganzen Mauern durchkommen, bevor. Oder? Ja, jetzt kommen die kleinen Lasertürme mit dazu. Kurze Distanz sind hier doch recht garstig. Und ich bin Ablenkung für die Spucker. Das haut schon. Wow. Ist aber nur ein normaler Turm, ne? Ich hoffe. Nein! Abbauen. Warum sind da keine Lasertürme? Das ist nicht gut. Die sind nämlich eine super Ablenkung, damit die hier nicht angegriffen werden. Hier drüben ist alles okay? Ja, nur die normalen Lasertürme wurden zerstört. Oh. Da kommt die Mama Königin. Und zwar eine Biter Queen. Sonst war es nur eine Spucke. Lala. Okay. Alles ruhig. Weep, weep, weep. Also die Basis da oben sollte jetzt Geschichte sein. Oh, hallo. So. Müssen wir nicht unbedingt unsere tolle Munition für verballern. Wo kommst du da oben gerade her? Komischer Spucker rechts. Könnte von der Basis oben gewesen sein. Aber ja, guckt euch mal das schöne Eisenfeld hier an. Richtig schick. Das heißt, wir machen da. Oh, und Kohle. Ja, nee, Kohle nicht. Das heißt, wir ziehen hier jetzt wieder eine Mauer drumherum. Machen hier oben irgendwo die Bahneinfahrt. Ich kann die hier schon mal andeuten. So, denn da drum die Mauer. Ah, wahrscheinlich ein bisschen mehr. Bis hier so, dann hält die da. Dann haben wir hier 1, 2 Container. Dann geht sie da weiter. Ach, liegt vielleicht irgendwas im Weg. Diese ganzen Leichen. Ja. Denn kommen hier recht viele Türme hin. Es wird Smog produzieren. Also ich könnte noch mal ganz kurz die Basis und die Basis auch noch zerstören, damit wir hier einigermaßen Ruhe haben. Und ich mir dann langsam echt keine Gedanken mehr machen muss um die
Science Packs. Ja, es ist schick. Okay, das heißt, schnapp dir jetzt wieder das teure Ding. Geh da runter. Wow, okay. Zerstöre den Einspawner. Dum-di-dum. Zerstöre den anderen Spawner. Verlangsam die. Oh, hallo. Ah, gleich der nächste. Langsam die. Mach hier weiter mit dem Spawner zerstören. Au. Oh. Ah. Schön langsam. Habe ich sie alle? So, langsam noch nicht hier. Langsam, 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 langsam. Aber habe ich alle Spawner? Ja, hab ich. Okay. Also die Basis ist auch kaputt. Dann kommt doch mal hier lang und zerstört diese doofe Mauer für mich. Oder auch nicht. Und hier habe ich fast gar keine von den Topaz-Türmen. Aber für den kleinen Kram sollte es reichen. Fiu, 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 fiu. Na, ich wechsle mal auf billig. Ja, hier oben ist viel besser. Zack, 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 zack. Ich müsste eigentlich ganz kurz zwischendurch gucken, wie es mit dem Eisen und Kupfer aussieht. Also wie viel Druck ich mir machen muss. Du kommst mal mit. Du kommst mal auf die andere Seite. So. Kiste? Kiste. 48.000 Eisen, 43.000 Kupfer. Draht ist in der vierten Reihe. Grüne Chips sind in der dritten Reihe. Rote Chips und blaue Chips sind auch okay. Stahl ist okay. Jo, super. Okay. Das heißt, ich habe ein bisschen Zeit, mich da vorzubereiten. Das ist gut. Ich muss mir auch überlegen, wie ich die Bahn fahren lasse. Also erstmal baue ich hier ganz, 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 ganz viele davon. Davon brauche ich nicht wirklich viel mehr. Bau schon mal zwei neue Stationen. Bau das erstmal weiter. Ich hätte erstmal ganz gerne diese super duper Sharpshooter. Wow, die sind die teuer. Hi. Okay, vielleicht wurde in den Kommentaren das erwähnt, dass die Roboter total toll sind, weil es halt sehr High-End-Roboter gibt, die aber auch schweine viel kosten. Und erst die sind dann richtig toll. Wollen wir mal gucken. Das heißt, ich lasse davon erst ein bisschen ab. Wow. Und nehme lieber Lab Efficiency. Das klingt doch gut. Machen wir das da. So, also Bahn kommt hier rum. Da irgendwie durch. Das Wasser kann ich ja wegmachen. Hier die kleinen Seen. Wird denn hier an der Mauer entlang fahren? Und dann unten runter. Was war das jetzt schon wieder? So, ja, ist okay. Unten lang an der Mauer entlang fahren und dann hier rein. Na, eine Etage tiefer wird hier rein und da entladen werden. Also ich brauche nochmal ein Entladesystem und dementsprechend viele Kisten und Ärmchen und was weiß ich. Bau bitte noch mehr Fundin-Ärmchen. Damit wir ein Entladesystem haben für Dinge, die von rechts kommen und ein Entladesystem für Dinge, die von links kommen. Oder einfach eins für Außenposten Nummer 1 und Außenposten Nummer 2. Wobei das ja auch immer durchzirkulieren wird. Das sind ja nicht mehr dieselben Außenposten, weil ich immer neu bauen muss. Aber ich denke, zwei Entladestationen ist eine gute Idee. Für immer Kupfer- und Eisenzüge. Bau bitte. Oh, mein Inventar schon ist total dicht. So. Gut. Leichen. Also einzelne Leichen hier hin. Was? Warum hebst du die immer wieder selber auf? Achso, weil ich Q drücke und nicht Z. Da maul ich schon den Armtechniker hier an. Aber Chef, du sagst mir noch immer wieder, dass ich es in die Taschen stecken soll. So, das. Und jetzt die Roboter das Ganze aufheben lassen.